Hi alle zusammen und willkommen zurück. Ja, wir machen weiter mit der Quest Militelles Herz. Diese Quest haben wir ja schon bereits seit Prolog. Die hat sich jetzt alles rausgezogen, also bis zum ersten Akt, beziehungsweise jetzt ist schon das Ende vom ersten Akt und wir haben die Quest immer noch nicht abgeschlossen. Aber das liegt eigentlich einfach nur daran, dass mir die Ingredienten dafür gefehlt haben, aber jetzt, nachdem ich die Krabbspinne gekillt habe, und ich hatte dann wiederum das letzte Ingredient, was mir gefällt hat. Also das waren die Augen oder irgendwas sowas. Die Trollzunge. Ich glaube, das war die Trollzunge. Also auf jeden Fall brauchen wir so ein Trollzutat für ein Jeschka, für Militaris Herz. Und diese habe ich ja bekommen, indem ich den Troll gekillt habe. Aber mal angenommen, ich habe den Troll nicht gekillt, sondern seine Quest gemacht und ihn am Leben gelassen habe. Ja, was man dann machen kann, also es gibt eigentlich nur einen einzigen Weg, diese Quest dann hier zu lösen. Ihr müsst dann zu so einem Typen im Bindegang gehen. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt hier, das ist er. Und bei dem könnt ihr die Trollzunge kaufen. Außerdem könnt ihr bei dem nochmal Dings da kaufen. Todesessenz, wenn man es nicht hat, warum auch immer. Ich meine, wenn man die eine Quest gemacht hat mit den Geistern, dann sollte man auf jeden Fall mehr als genug Todesessenzen haben. Okay, looten wir hier nochmal ein bisschen. Und die letzte Zutat. So, im Moment, genau, hier kann man alles verkaufen, noch mal ein bisschen zusätzliches Gold. Die letzte Zutat. Ich dachte, hier ist was. Das ist ja dann das Embryo, das Endriagen-Embryo. Das kann man zum Beispiel von Kokons looten. Ich habe davon mehr als genug, immer so 5 Stück oder so. Wir brauchen ja nur eins. Oder allgemein, wenn man ein Endriagen killt, dann bekommt man ein Embryo von denen ab und zu, also ist jetzt kein hundertprozentiges Loot, aber es kommt vor, dass sie das droppen. Gut, trotz allem, wie man sehen kann, ich gehe jetzt momentan nicht zu Agnieszka, sondern hier zu dem Sumpf, denn hier war ich ja noch nicht und ich will euch einfach mal zeigen, was hier alles zu sehen gibt. Im Grunde genommen Banditen, Monster. Und das war's auch schon. Beziehungsweise es gibt hier noch so einen Schrein, bei dem wir einen Perk bekommen, einen passiven Perk, welches unser Quenzzeichen, meine ich, verstärkt. Allein deswegen macht es Sinn, hierher zu kommen. Warte mal, ich will den mal hier kontern. Das war jetzt aber kein Konter. Vielleicht habe ich vergessen, wie man kontert, ey. Mache ich etwas falsch? Eigentlich müsste man doch. Ja, ich bin hier fast gestorben, weil die mich in die Enge genommen haben. Und weil ich die ja unbedingt kontern wollte. Aber komischerweise hat das Kontern gar nicht funktioniert. Egal, es ist nochmal gut gegangen, zum Glück, denn ich habe davon nicht gespeichert. Und okay, versuche ich mal den mal zu kontern. Müsste doch gehen. Oder man braucht dafür Energie und ich hatte keine Energie. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich müsste nochmal das Tutorial spielen. Eigentlich müsste doch so ein scheiß Teil auftauchen. Oder. Wisst ihr was? Hab ich überhaupt. Schalte die Fähigkeit frei, Schläge aus allen Richtungen zu blocken. Ich hab's nicht freigeschaltet. Oder? Ich bin gerade etwas verwirrt. Parieren. Ein Punkt habe ich ja
Zirin, man braucht auch keine zwei Punkte dafür. Schaltet die Fähigkeit Schläge aus allen Richtungen zu blocken. Schadensreduktion wenn man blockt mit maximaler Energie. Ja, das ist mir egal, dass da Schadensreduktion beim Blocken mit maximaler Energie, das brauche ich ja gar nicht. Komisch. Ne, eigentlich habe ich die Fähigkeit. Eigentlich müsste es funktionieren. Vielleicht müsste ich mal später nochmal kurz üben. Oder... Warte mal, greif mich an. Wie gesagt, ich habe es irgendwie vergessen, wie es aussieht. Egal. Ich schaue nochmal später, wie das ging. Diese Typen mit ihren Scheißschildern. Ein Held, wie? Okay, das war's. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen peinlich mit dem Blocken. Aber egal. Ich meine, Blocken benutze ich normalerweise nicht. Es ist so nutzlos. Und auch kontern. Man kommt auch wunderbar ohne diese Fähigkeiten zurecht. Das Wegspringen ist halt immer noch am effektivsten, aber das habe ich auch schon am Anfang gesagt. Ich glaube schon beim Tutorial. Hier gibt es normalerweise auch noch Ertrunkenen, wenn man irgendwelche Zutaten von denen looten will. Aber es kann sein, dass die hauptsächlich nachts auftauchen. Ups. Zwerge zu Moos! Seht ihr, wer braucht da Blocken, ganz ehrlich? Das ist nur Zeitverschwendung. Und kontern. Okay, hier die ganzen Fallen. Ganz ehrlich, lass uns mal mitnehmen. Die können wir ganz gut verkaufen, das haben wir ja schon mal gesehen. Und irgendwo hier war noch eine, ja. Okay, genau, von dieser Hütte habe ich euch erzählt. Kartoffelbauwest, das ist schon mal ziemlich gut. Speichern. Schlüssel erforderlich. Ja, es gehört eigentlich zu einer Quest. Ich glaube, das ist diese Troll-Quest. Da müsst ihr normalerweise hier rein. Aber da ich ja die Troll-Quest nicht gemacht habe, oder ich habe sie auf meine Art und Weise erledigt, ich habe den Troll gekillt. Warum, wieso, habe ich euch ja schon auch erzählt, wegen dem scheiß Achievement. Mann, wie viele Fallen die hier haben, da bin ich ja noch bis morgen unterwegs. Aber jede Falle bringt irgendwie 10 Orens oder so, glaube ich. Lass mich kurz schauen. Falle. 14 Orens. Deswegen. Warte mal. Ach nee, das ist insgesamt. Ja, ja, scheiße, Mann. Also, jede Falle bringt eigentlich nur 2 Orens und keine 14. Verdammt. Okay, ehrlich gesagt, dann macht es nicht so viel Sinn, die alle aufzuheben. Alle einzusammeln. Aber das habe ich jetzt gemacht. Ja, zu spät. Kann man nichts mehr machen. Hier alle Raunenwurzeln. Dieser eine Schrein sollte irgendwo hier sein. Irgendwo. Ah, der ist schon ertrunkener. Ich glaube, ich bin auch schon mal dran vorbeigelaufen und wir hatten eigentlich mal so ein Buch drüber gelesen, über diesen Schrein. Oh Gott, dieses scheiße Ertrunken. Verfluchte Biester. Ertrunkener Vorteil ist das. Also die sind noch um einiges
Stärke. Das ist so die upgradete Version von Ertrunken. 9 Erfahrungspunkte kriege ich von jedem. Okay. Und die droppen noch etwas mehr als die ganz normalen Ertrunkenen. Aber bei denen sollte man wirklich aufpassen, weil die können einen ziemlich schnell killen. Die machen ziemlich viel Schaden. Warte mal, der Ertrunkene. Ach so, nee, das war ein toter Soldat. Ich dachte, der Ertrunkene hat das Buch gedroppt. Genau, hier ist es schon. Speichern, verwenden. Krone des Sommers haben wir gekriegt. Die Fertigkeit. Das können wir mal kurz schauen. Was die ganz genau macht. Ah. Okay, hier kann man nochmal nachlesen, wie man gegen die ganzen Monster am besten kämpft. Gegen Entriagen verwendet man den starken Kampf. Sie treffen plötzlich mal am besten auf den Blablabla. Egal, wir haben die alle schon gekillt. Axi-Zeichen habe ich schon Fertigkeiten Level 3, weil ich es oft benutze. Einschüchtern auch, Überzeugungskraft auch. Perfekt, ich habe alles auf dem höchsten Fertigkeit. Level, das ist ziemlich gut. Pyromane, starke Magen, Meuchelmeer, Krone des Sommers. Verwandelt das Quenzzeichen das feurige glühende Solarquen mit 10% Chance Gegner einzuäschern, die Geralt angreifen, wenn er durch dieses Zeichen geschützt ist. Ja, das trifft sich doch ziemlich gut, wie ich finde. Und wir können gleich hier noch ein Talent drauf machen, aber dazu muss ich meditieren. Das machen wir deswegen etwas später. Gut, im Grunde genommen war es das schon. Wir können hier noch ein paar Ertrunkenen, die uns in den Weg kommen, aber ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Im Grunde genommen war es das schon mit dem Sumpf. Ging ziemlich schnell. Ja, guck mal, wie viel Damage die machen. Und das, der eine war nur ganz normaler Ertrunkener. Okay, das ist der ertrunkene Tote, der macht etwas mehr. Aber trotz allem. Ertrunkenen hier. Ja. Irgendwie droppen die so wenig, dass ich das Gefühl habe, dass ich das seine Buch gar nicht gelesen habe, dass ich das Wissen über die gar nicht verfüge. Was aber nicht sein kann. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es gelesen, aber man kann es hier nochmal kurz nachschauen. Ertrunkene, ja. Okay. Gut, gut. Also eigentlich müssen wir jetzt da nach oben, aber hier war ich auch noch nicht und. Schade. Den kann ich jetzt momentan nicht looten. Ja gut, es gibt hier eigentlich nichts mehr zu sehen. Gehen wir hier weg. Auf zu Agnieszka und dann fangen wir endlich mit der Quest an, die wir schon seit dem Prolog haben. Den habe ich hier irgendwie verpasst. Nun gut, bei Agnieszka angekommen. Alle sind momentan am Pennen, Agnieszka wahrscheinlich auch. Aber das Ritual kann nicht mehr warten. Aufstehen. Reden wir über das Amulett. Willst du es verkaufen? Ich möchte alles über dieses Ritual erfahren. Dann frag. Ja, wir können nochmal schauen, was für Ingredienzen die dafür braucht halt. Was braucht man zur Durchführung des Rituals? Todesessenz, eine Trollzunge, die Augen einer Krabbspinne und den Fötus einer Endriaga. Genau, alles wie ich davor schon mal gesagt habe. Kannst du das Ritual durchführen? Kannst du dieses Ritual durchführen? Tja, du hast alle Ingredienzen. Wenn du entschlossen bist, komm um Mitternacht zur Statue des Veopatis. Gut, ich komme bestimmt. Ich glaube, es ist schon Mitternacht, oder? Oder fast richtig nachts bei dem Altar. Bei dieser Statue, ja. Ich überhole die mal kurz. Es ist nicht weit entfernt. Also die Statue haben wir eigentlich schon, die eine oder die andere schon mal gesehen. Ich habe jetzt nicht so explizit drauf die gezeigt, aber wir sind schon mal an der vorbeigelaufen. Auf der Karte kann man sich nochmal anschauen. Ach nee, da kann man sich nur anschauen, wo Agnieszka ist. Aber die Statue, ich glaube, die ist sogar auch abgebildet. Ich glaube, das ist die hier, ja. Müsste sein. Und ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob es jetzt wirklich Mitternacht ist. Ja, lasst uns mal am besten meditieren. Kann ja mal nicht schaden, weil eigentlich wollte ich sowieso noch diesen einen Talentpunkt
hier rein investieren in Energie plus 2. Perfekt. Und ja, das ist eigentlich, mit diesem Zweig sind wir fertig. Das nächste Mal gehen wir hier weiter. Also wir nehmen den rechten Zweig und versuchen so schnell es geht, hier diese Fertigkeit zu erlangen, Wirbelwind. Weil die ist ziemlich gut, wie man sich denken kann, Zeit abwarten. Oh, es ist Mitternacht, gell? Ja, es ist schon ziemlich Mitternacht. Okay. Aber eigentlich muss ich so oder so warten, weil bis Agnieszka da angetrödelt kommt, es kann schon mal ein bisschen dauern. Oh, ich bin hier falsch. Noch hier müsste die Statue sein. Da ist die schon, ja. Sieht ziemlich creepy aus, wenn ihr mich fragt. Okay, speichern und warten wir mal auf Agnieszka. Sagen wir mal. Hab ich jetzt gewartet oder was? Hier. Es müsste auch klappen. Oh Gott, die ist ja immer noch nicht da. Aber eigentlich ist es auch ziemlich gefährlich, wie ich finde, was die da macht. Ganz alleine im Wald spazieren gehen um diese Uhrzeit. Na, ob das eine so gute Idee ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, klar, ich bin auch irgendwo in der Nähe, aber man kann ja nie wissen. Speichern. Endlich kommst du. Nicht viele Leute wagen sich in diesen Wald hinein. Erst recht nicht nachts. Die Eichhörnchen fürchte ich nicht. Und gegen Ungeheuer habe ich meine Methoden. Interessant. Dieser Ort birgt Geheimnisse, von denen Hexer nicht mal träumen. Du bleibst mir fürs Erste ein Rätsel. Wozu brauchst du mich? Ich kenne das Ritual nicht. Das wirst du schon verstehen, wenn ich mit der Durchführung anfange. Bist du bereit? Endlich kommst du, wo ich hier schon die ganze Nacht auf dich warte. Na gut, nicht die ganze Nacht, aber du bist witzig, Agnieszka. Ja. Fangen wir an. Also pass auf, Hexer. Du musst mit ihnen kämpfen, damit ich das Ritual vollenden kann. Ja, wir müssen hier gegen diese Erscheinungen kämpfen. Das sind aber auch schon unsere einzelnen Gegner und die erscheinen. Also ohne Ende, die erscheinen immer wieder. Egal wie viele wir davon killen, es kommen immer neue, tauchen immer neue auf. Das ist aber okay. Das sind Erfahrungspunkte für uns. Erscheinungen geben ganz gute Erfahrungspunkte. Außerdem Todesassistenzen kriegen wir ja dann auch noch von denen. Hauptsache wir verrecken nicht, weil das kann auch passieren. Naja, so zum Beispiel wie jetzt. Ich wollte eigentlich immer eine Bombe hinschmeißen, irgendwie zurückgehen und keine Ahnung, aber... Warum bin ich immer so unvorsichtig? Okay, ich habe jetzt mehrmals versucht, die zu killen, die Geister. Ich habe das jetzt natürlich alles rausgeschnitten und ich habe gemerkt, es ist gar nicht mal so einfach, wie man es sich zuerst vorstellen könnte. Deswegen trinken wir nochmal hier Schwalbe, Krähe und wir machen nochmal das Geisterwelt drauf. Und was wir noch machen können, ist die ganzen Aufwertungen auf die Rüstung, damit wir noch ein bisschen mehr aushalten, wobei das ist dann wirklich nur minimal. Hier, das, mehr habe ich gar nicht. Obwohl, doch, habe ich schon, aber ist egal. Und ich wollte nochmal das Geisterwelt drauf machen, auf das Silberschwert. So. Endlich nicht die Eich Interest dieser Ort. Du bleibst wozu das wirst bist du fang an. Du musst mit ihnen kämpfen, damit ich das Ritual vollenden kann. Okay,
Scheiße, ohne Quent darf man da überhaupt nicht reingehen. Weil die können einen wirklich one-shotten mit ein bisschen Pech. Das Gute an der ganzen Sache ist, diese Erscheinungen geben einem ziemlich gute Erfahrungspunkte. Also pro Erscheinung kriegen wir 22 Erfahrungspunkte, meine ich. Das kann man unten rechts sehen. Und... oh fuck. Und ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Ne, 12 Erfahrungspunkte hat sie bekommen. Okay, das ist ziemlich scheiße. Ich bin zu alt für sowas. Gott, wie viele gibt's hier noch von euch? Ich meine, ich weiß, dass ihr unendlich seid, aber... so langsam sollte Agnieszka doch fertig werden mit dem Drecksritual da. Ah, man kriegt immer unterschiedlich viele Erfahrungspunkte, komischerweise, weil... einmal habe ich 12 Erfahrungspunkte gekriegt, jetzt gerade 20. Interessant. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran es liegt. Jetzt wieder 12. Jetzt 23 oder summierte, weil ich irgendwie 2 Stück auf einmal gekillt habe. Okay, es hat geklappt dann. Hat es geklappt? Hat die doch gerade gesagt. Hat es geklappt? Das Herz der Militäle hat seine frühere Macht wiedergewonnen. Ich spüre es. Ich hätte dir solche Rituale gar nicht zugetraut. Hast mich für eine Dorfhexe gehalten, die bestenfalls mit Spinnweben verknetetes Brot auf die Wunden legen kann? Was du getan hast, war jedenfalls einer Zauberin würdig. Zauberin, gelehrte Bücher, Zauberschulen. Aber was wissen sie schon? Magiehexer bedeutet Herzklopfen und Geruch von Fäulnis. Unerträglich reizt sie den Leib, lässt einen schreien und weinen. Wenn die Flugschar einem Nest mit Feldmäusen ausweicht. Wenn die Menschen sich paaren unter dem neuen Mond. Wenn Blut und süße Milch fließen. Das ist Magie. Das alles habe ich erlebt. Das alles habe ich gesehen. Das alles beherrsche ich. Ich würde mit keiner Zauberin je tauschen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe, aber ich bewundere es gewiss. Nimm dieses Amulett zum Andenken an unsere Begegnung. Du wolltest es doch haben. Du hast mir geholfen, es zu entzaubern, ohne etwas dafür zu verlangen. Großzügigkeit ist eine seltene Eigenschaft. Das Herz der Militäle bringt wieder Glück. Ich denke, das kannst du besser gebrauchen. Danke. Komm zu mir, wenn du etwas brauchst. Keine Hexe ist so arg, wie man sie darstellt. Ja, vielen Dank für deine Hilfe, Agnieszka. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Hier noch ein bisschen Loot einsammeln. Und an dieser Stelle würde ich auch schon so Schluss machen. Hier Todesessenzen. Und wahrscheinlich eine Falle. Lass mich raten. Ja, wusste ich doch. Okay, jetzt haben wir auch diese Quest erledigt und in der nächsten Episode können wir dann weiter mit der Hauptquest machen, weil im ersten Akt gibt es sonst keine Nebenquest. Jedenfalls zurzeit nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!